Ich muss erst mal schauen, wie das passt. Du stellst mir Fragen? Ja, ich stelle uns Fragen. Hi. So, können wir auf dem Schiff noch auch über Kamera. Ja, filmst du schon da? Ich will alles rausschneiden. Also, wir haben uns Snacks besorgt. So. Ich würde sagen... Let's go! Let's go! Oh, mir ist so warm. Und zieh den Pulli aus. Ja, bestimmt. Du musst nicht so viel schneiden. Ich weiß, es wird Arbeit. Ich habe ja noch ein paar Zugfahrten vor mir. Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mit Special Guest heute. Ja. So, also vielleicht wundert sich ja der ein oder andere, wer hier neben mir sitzt. Ich weiß auch nicht, wie die hier. Das ist die... Patricia. Die Patty. Oder auch Patty. Und die Patty, die kenne ich seit fast einem Jahr. Wir haben uns auf der AIDA Blue kennengelernt. Dann bin ich ja rüber gewechselt auf die Ma. Da bist du auf der Blue geblieben. Yes. Und dann haben wir uns auf der Sol wieder verbündet. Haben eine WG gegründet. Eine Zweier-WG. Eine Einzimmer-WG. Eine Einzimmer-WG. Mit begehbarem Badezimmer. Naja, wir waren Cabin-Mates und wir haben uns super verstanden und wir haben uns jetzt seit April nicht mehr gesehen. Jetzt sind wir gerade in einem Hotel in Düsseldorf. Und es ist so, als hätten wir uns die ganze Zeit über gesehen. Oder? Ja, so, es ist auch einfach so ganz normal, dass wir vor der Pegel die Tür auflassen. So, wir sind jetzt seriös. Ich habe euch gefragt, was ihr für ein Video wollt. Also wir hatten eigentlich zur Auswahl Q&A, dies oder das. Es ist so gut, dass wir Snacks damit ich rede, kannst du aber essen. Also wir hatten überlegt zwischen Q&A, dies oder das. Und im Endeffekt ist es jetzt so ein Video aus allem, weil wir haben zu allem so ein paar Fragen bekommen. Und ich dachte einfach mal, ich lese die mal alle so ein bisschen vor. Und dann beantworten wir die einfach mal. Wir wurden gefragt, ob wir durch den Job selbstbewusster geworden sind. Ich war vorher schon relativ selbstbewusst, aber das macht natürlich was mit einem, ne? Wenn du da auf dich alleine gestellt, mit so vielen fremden Menschen. Also ich finde auch vor allem, man wird auch echt offener. Also ich würde sagen, ich war früher auch schon relativ selbstbewusst. Dann so im Teenageralter war ich so ein bisschen zurückgezogen mehr. Und wurde jetzt auch immer mehr durch die letzten Jahre. Und Schiff hat aber auf jeden Fall auch nochmal viel gemacht. Also mir fällt es viel leichter auf Menschen zuzugehen. Und das hängt ja auch irgendwie alles so ein bisschen miteinander zusammen. Also ja. 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 Kurz gefasst, ja. Dann wurden wir gefragt, was würden wir nicht mehr einpacken? Boah. Ich weiß nicht, also ich habe ja ein Pack-Video gemacht und ich habe auch eine Pack-Reaktion gemacht. Da habe ich ja auch schon so ein bisschen verraten, was ich nicht mehr einpacken würde. Beim zweiten würde ich sagen, da habe ich eigentlich alles ganz gut eingepackt. Bücher würde ich nicht einpacken, weil ich komme eh nicht zum Lesen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Also du bist jetzt so voll die Leseratte und benutzt jede freie Minute zum Lesen, aber ich habe es nicht geschafft. Also ich könnte jetzt sagen, was ich auf jeden Fall einpacken würde, aber was ich gar nicht einpacken würde. Was würdest du denn, weil ich werde es oft gefragt, irgendwelche letzten Tipps oder irgendwas, woran man nicht unbedingt denkt. Also was ich auf jeden Fall einpacken würde, wäre ein langes Ladekabel, weil du halt die Steckdose am Arsch der Welt hast. Und wenn du halt oben liegst, bist du eher am Arsch. Ich schlafe gerne oben. Ich glaube, das kommt auch noch als Frage. Ja, die Steckdose ist halt relativ weit weg, ne? Aber was ich gar nicht einpacken würde. Meistens hat man halt zu viele Klamotten dabei, ne? Aber besser aber zu viel halt als zu wenig. Auswahl. Also ich würde auch wieder ein bisschen Auswahl. Und nach dem ersten Vertrag, nach dem halben Jahr, war es halt so, dass ich halt nach 4 Monaten schon die Schnauze voll hatte, ne, von den Outfits. Ja. Und halt irgendwann nicht mehr sehen. Aber für den ersten war es halt eh nochmal, ich meine, ich habe halt so ein paar Sommerkleidchen eingepackt, die habe ich halt nicht gebraucht, weil normalerweise, wenn du halt Landgang hast, dann hätte ich sie natürlich auch angezogen. Kommt ja auch immer drauf an, da wussten wir ja auch noch nicht, wo es hingeht. Ja. Da war ja noch so mitten in Corona, ja. Wir gar nichts da wussten, da hatten wir gar keine Route, das heißt, du musstest ja für alles ein bisschen was einpacken. Aber ich glaube, damit wäre die Frage auch beantwortet. Dann habe ich die Frage, auf welches Schiff möchtest du als nächstes und warum? Welche Route willst du am liebsten fahren? Also nochmal ganz kurz dazu. Also jetzt gerade drehen wir dieses Video. Da ist jetzt mein Live-Update noch nicht online. Aber wenn ihr das jetzt seht, dann ist das Live-Update schon online. Da habe ich auch schon alles verraten. Aber nochmal kurz und knapp. Ich gehe ab Januar auf die Diva, Karibik und Mexiko und dann wieder Skandinavien-Ostsee. Und welche Route ich am liebsten fahren will? Ich würde voll gerne mal die Indische Ozean noch fahren mit der Blue, die Original. Finde ich voll geil als letzten Vertrag nochmal so zurück auf die Blue, weißt du, da wo alles angefangen hat. Das hätte ich voll Bock irgendwie. Das ist ja crazy, ja. Das würde ich voll gerne machen. Sonst halt die Weltreise, ne? Und ich würde gerne mal auch Norwegen, aber mit Nordkap, mit Island, mit Grönland. Das fände ich auch nochmal voll Bock. Ich werde wahrscheinlich im Januar auf die Nova gehen, wenn es dabei bleibt. Und habe dann halt Kanaren und Madeira. Finde ich eigentlich auch ganz geil, weil ich ja nur 3 aus derselben Schiffsklasse. Und dann mal was Größeres zu sehen und zu gucken, wie das ist, finde ich eigentlich ganz geil. Für sich selber mal rauszufinden, ob das was für einen ist. Ne? Jeder sagt da ja, ja was anderes. Aber man muss es halt selber einfach mal gemacht haben. Voll. Also ich weiß jetzt für mich, ich würde auch nicht mehr auf eine große gehen, außer die Route ist jetzt so krass, würde ich mir vielleicht auch nochmal überlegen, aber prinzipiell würde ich auch immer nur noch. Aber das war jetzt auch erst, weil ich es halt einmal gemacht habe. Genau, und das ist das, wenn du halt die Chance hast, das mal auszuprobieren, dann probier es auf jeden Fall aus. Ja. Und das werde ich jetzt machen, wenn es dann klappt. Und ansonsten, Traumroute.
Traumroute wäre auf jeden Fall Karibik. Ja, Island und so sowieso. Also ich hatte ja jetzt Norwegen mit der Mar. War richtig schön. Aber Nordkap wäre halt schon geil mit Island noch und Weltreise auf jeden Fall. Was ich auch öfter gefragt werde, war das Basic Safety Training schwer? Ich meine, dazu habe ich ja auch noch ein Video gemacht. Und nein, also im Endeffekt, man wiederholt alles, was man da bespricht, auf dem Schiff eh nochmal mehrfach. Ja, du schreibst am Ende einen Test, aber da fliegst du wirklich nur durch, wenn du gar nicht aufpasst, dir überhaupt keine Mühe gibst, das kein einziges Mal anschaust, so. Aber das besteht eigentlich jeder, wenn man ja aufpasst, wenn man es versteht. Und du kannst ja auch immer fragen. Also ich habe da jetzt doch von niemandem mitbekommen, dass er nicht bei jeder anfangen konnte, weil Basic Safety nicht bestanden. Quatsch. Easy peasy. Muss man Englisch können, um an Bord zu arbeiten? Prinzipiell, also verstehen solltest du es schon, weil halt, wie beim Basic Safety, das Ganze, was halt Safety, Security, Sicherheit auf dem Schiff, ist Englisch. Wir sind eine internationale Crew, du musst ja mit allen kommunizieren können. Also ja, Grundkenntnisse auf jeden Fall, du solltest es verstehen. Bei mir ist halt zum Beispiel als Scout, wir fahren mit auf die Ausflüge und wir übersetzen, also da ist es halt schon ziemlich wichtig. Aber es verbessert sich auch auf jeden Fall auf dem Schiff. Ja, also ich muss sagen, mein Englisch war nicht perfekt, als ich an Bord gegangen bin und ich war auch am Anfang sehr zurückhaltend mit Sprechen. Aber da wächst man auch so ein bisschen rein, man merkt, dass das nicht, die können alle nicht perfekt Englisch. Also die ganzen Asiaten, die Italiener, ja. Das sind ja, wir haben ja also so gut wie keine Amerikaner oder Engländer oder so, die perfektes, reines Englisch sprechen. Und ich finde, dann ist die Hemmschwelle auch nicht so groß. Ja. Also ich würde sagen, dass ich meine Englischkenntnisse auch ein bisschen verbessert habe. Ja. Ich bin jetzt immer noch nicht 100% sicher, aber man wächst da rein. Und wenn du so diese Grundkenntnisse hast und dich ein bisschen verständigen kannst und diese ganzen Wörter, was du auf dem Schiff so brauchst, das kommt mit und mit. Also mit den Gästen natürlich auch Deutsch. Also wir haben so gut wie nur deutsche Gäste. Wir sind ja auch viele deutsche Crewmitglieder, so ist ja nicht. Also bei mir im Shop zum Beispiel, ich bin im Shop. Ach ja, das ist Shoppy. Also wir haben nur mit Deutschen eigentlich überwiegend zu tun, aber da würde ich mich gar nicht so verrückt machen. Also viel lernt man auch beim Basic Safety dann von den ganzen Vokabeln und so. Das kommt alles. Wir reden eigentlich ein ganz schönes Denglisch. Ja. Vor allem, weil wir halt diese Orte an Bord haben, wie die Garbage Area, wie die, wir sagen, wir machen die Laundry, wir machen den Taylor. Das sagen wir immer auf Englisch, ne? Das sind halt so, ja. Du redest Deutsch, aber du sagst trotzdem die englischen Wörter irgendwie. Aber genug dazu. Hast du trotzdem eine Wohnung, wenn du so lange an Bord bist? Mir ist so, ich wohne halt noch zu Hause. Ich glaube, ich war 7 Wochen zu Hause dieses Jahr. Tendenziell würde ich sagen, wenn man jung ist und die Möglichkeit hat, zu Hause zu wohnen und sich da auch wohlfühlt, dann würde ich sagen, such dir keine Wohnung. Aber es ist halt auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Also bei mir ist es halt so, dass ich aktuell auch noch bei meinen Eltern wohne. Ich bin 28, aber ich würde mir gerne eine Wohnung suchen auf jeden Fall, nächstes Jahr wahrscheinlich. Es ist halt auch ein bisschen schwierig mit dem Vertrag, dem Arbeitsamt und so weiter. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber ich für mich würde tatsächlich gerne eine eigene Wohnung haben, einfach um dieses Gefühl von Heimat und nach Hause kommen zu haben. Man spart natürlich auch ultra viel, ja. Geld, ne? Also ich habe halt dann keine Ausgaben. Wenn ich bei meinen Eltern wie jetzt bin und bin dann an Bord, du hast halt keine Ausgaben wie Miete und so weiter. Das hätte ich halt dann, wenn ich eine eigene, ja, Wohnung habe. Würde ich in dem Fall auch in Kauf nehmen. Also wenn ihr es könnt, dann bleibt so lange zu Hause. Weil wofür? Eben. Dann die Frage, finde ich voll süß. Was war euer schönster gemeinsamer Moment an Bord? Als wir an der Brücke, durch die Brücke gefahren sind. Daran habe ich auch sofort gedacht, also das... Boah, ich krieg gerne Sorgen, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Ich habe letztens noch die Fotos gesehen. Ich blende jetzt hier mal ein Foto ein. Wie wir uns so, wie wir uns dann so umarmt haben, ja, und uns nicht mehr losgelassen haben. Das war halt voll... Das war so schön, mit dem Sonnenuntergang. Und es war meine Farewell. Stimmt. Da sind wir dann, ja, Richtung Warnemünde. Stimmt. Also das halt definitiv. Ja. Aber ich finde, es gibt auch so voll viele so kleine, die so voll unbedeutsam sind. Aber zum Beispiel, als wir dann im Aufzug waren, weißt du noch, wo ich so... Ah! Und ich so in die Luft geboxt habe und geschrien habe. Und wir haben so gelacht. Ja. Wir haben teilweise, wir lagen auf dem Boden in der Kabine. Weißt du, mit der Flasche? Ich habe mich auch nicht so gesagt. Also wir haben halt so viele, also teilweise, ja, sind es halt wirklich diese kleinen, dummen Kabinenmomente. Und wie viele Insider wir hatten. Wir haben irgendwann ein Blatt aufgehangen auf Kabine. Stimmt, und haben dann uns unsere Insider draufgeschrieben. Ja. Woran ich aber auch gerade denken musste, der Moment auf jeden Fall, als du von der Mar dann rüber bist. Wir haben uns auf der Blue verabschiedet, haben geheult. Keine Ahnung, wann wir uns wieder... Wir haben geheult bis zum geht nicht mehr. Und sie ist auf die Mar und ich war noch auf der Sol. Wir sind dann rübergefahren und dann war klar, dass sie auch auf die Sol kommt. Und dann dieser Moment, wo wir uns wiedergesehen haben, im Belladonna. Mhm. Ich war am Essen und sie stand da und ich bin einfach aufgestanden, habe sie in den Arm genommen. Und das war so schön. Und dann hatten wir uns wieder. Und von da an hat es richtig angefangen eigentlich, ne? Da ging es dann so richtig. Aber, ja, auch so, zum Beispiel, wir hatten unser Ritual. Donnerstags immer GNTM. Wir waren immer zu GNTM zusammen, haben immer unsere Kissen und Decken auf den Boden geschmissen und haben uns dann so hochgelegt, so unser Heimkino quasi, ja, gemacht. Und danach sind wir immer noch in die Crewbar. Ja. Das sind so Momente, das ist einfach voll schön. Das stimmt. Wir haben echt viele, wir haben eigentlich alles mit, auch
traurige Momente haben wir. Wir haben alles geteilt. Ja. Alles. So viele verrückte, verrückte Momente. Naja. Also da waren mehrere schöne Momente. Was war bisher euer Lieblingshafen? Mein letzter Vertrag. Und das war, wie gesagt, die Norwegen-Tour. Hatten alle Häfen was ganz Besonderes, muss ich sagen. Weil das einfach so ein eigener Flair hat. Geiranger, durch den Geiranger Fjord. Und dann Geiranger war ultra schön. Bergen, Stavanger, alle. Diese Häuschen, diese bunten Häuser überall. Das war so schön. So idyllisch, ja. So... Ich liebe das. Also bei mir, ich war jetzt ja auch nur eben auf der Prima mit Häfen. Und bei mir war es eigentlich Stockholm, glaube ich schon. Bisschen basic, aber war schon cool. Wir waren einfach in Stockholm, als ABBA die neuen Songs released hat. Mega. Richtig cool. Wie war das Crewleben, abgesehen von einer 7-Tages-Woche? Entspannt. Findest du entspannt? Also entspannt finde ich ist... Also ja. Es kommt drauf an, was du wenn suchst. Du halt, das Crewleben, also ich meine jetzt zwischen den Crewmembern, ne? Also wenn du jetzt von dir selber sprichst, als... Ich weiß nicht, wie das meint, aber... Also an sich, das Leben an Bord... Entspannt. An also sich, das Leben an Bord... Ja, du meinst die Beziehungen. Das Leben an Bord ist schon anstrengend, auf jeden Fall. Du arbeitest sehr viel, du schläfst sehr wenig. Ich bin nicht dumm. Aber wenn man das unter das Crew-Leben, also so quasi untereinander so, ist es eigentlich cool, weil man wirklich so jede Altersgruppe, ich meine, ich bin 19, du bist 28, du warst 9, als ich geboren wurde. Jeder ist ein Aber Leben es ist halt so, so, es gibt auch schon Chefs, die ein bisschen strenger sind, so, aber du chillst halt auch mit vielen Chefs abends in der Crewbar und so. Und das Crew-Leben ist entspannt. Das Crew-Leben ist entspannt, das Arbeitsleben ist auch hart. Anstrengend, ja. Du kommst sehr oft an deine Grenzen, aber das hilft dir auch weiter, würde ich sagen. Ich finde, also bei mir ist es halt immer so ein mega Ausgleich, das habe ich halt auf der Mar krass gemerkt, weil es da halt erst so richtig angefangen hat, aber mit Reise und Seetage und dieser Ausgleich einfach, dieses Rauskommen, was sehen, das gibt einem so viel. Und das erdet dich so richtig. Also so, das gibt dir so viel Kraft, wieder abends wieder im Shop zu stehen und da deinen Job zu machen. Wobei ich da halt auch mega Spaß dran habe, aber es ist halt auch anstrengend, ne? Drei Dinge, die man unbedingt auf dem Schiff dabei haben sollte. Langes Ladekabel. Also ich finde halt schon so Magnete und sowas. Ich finde es schon schön, so mit Magneten halt alles voll zu ja, Fotos von Familie. Und wenn du eine Polaroid-Kamera hast, dann nimm sie mit. Geil, ja. Auf jeden Fall. Nimm sie mit. Ja gut, Magnete kannst du auch vor Ort kaufen, aber wenn du schon ein paar hast, dann nimm welche mit Fotos, dass du es an die Wand pinnen kannst. Dann war es ja Fotos, langes Ladekabel, Polaroid-Kamera, wenn man hat. Magnete. Okay, dann... Was sind eure Zukunftspläne? Also bei mir ist nichts so weit vorausgeplant. Ich bin so jemand, ich plane die nächsten 10 Jahre voraus. Ich gehe halt im Januar auf die Nova, wie schon erwähnt. Und habe da dann einen Vertrag wahrscheinlich von 4 Monaten. Also ganz normal. Ja, und ich werde halt erstmal weiterfahren auf jeden Fall. Ne? So lange, wie ich da Bock drauf habe. Ich will ein bisschen was von der Welt sehen dabei. Und dann mal gucken. Ich lasse es eigentlich noch nicht so kommen. Also ich gehe jetzt auf die Diva. Ist Mai. Dann denke ich, werde ich nochmal nach Fuerteventura fliegen. Und werde wieder ab Oktober fahren, bis Februar wahrscheinlich. Das ist so. Das ist schon vorgemerkt, das habe ich auch in dem Live-Update schon gesagt, aber ist noch nicht sicher. Und dann würde ich eventuell nochmal länger ins Ausland gehen. Ein Jahr oder so, als Au-pair wahrscheinlich, aber mal gucken. Ist auf jeden Fall geplant. Und dann würde ich aber auch nochmal auf jeden Fall ein paar Verträge mit dem Schiff fahren. Und dann würde ich eventuell auch nochmal studieren. An der Hochschule Tourismus oder so. Mal gucken. Ja, dafür, dass ich dir das heute ungefähr in einer Stunde erzählt habe, habe ich mich ganz kurz gefasst. Dann haben wir noch ein paar dies oder das bekommen. Zu Sonnenaufgang oder zu Sonnenuntergang arbeiten? Sonnenaufgang und das ist Sonnenuntergang. So. Eins, zwei. Was ist Sonnenaufgang, was ist Sonnenuntergang? Auf und es ist Untergang. Okay, ah. Eins, zwei, drei. Ja. Safe. Einlaufen oder auslaufen? Einlaufen, auslaufen. Eins, zwei, drei. Oh. Allein wegen den Liedern. Stockholm einlaufen ist halt auch ziemlich geil zum Sonnenaufgang, so die Scheren. Aber prinzipiell... Also vom Auslaufen bekomme ich ja als Shoppy eh nichts mit, weil wir ja im Shop dann sind. Aber ich finde es trotzdem vom Feeling her schöner, weil selbst wenn ich im Shop stehe, läuft ja die Musik. Ja, ich finde auch die Musik, das macht schon sehr viel aus. Das ist schon toll. Früh schlafen gehen oder noch in die Crewbar gehen? 3, 2, 1. Also klar gibt es auch mal Abende, da muss man mal... Da hat man keinen Bock und ist einfach fertig, aber... Ja. Aber prinzipiell... Meistens lässt man sich aber dann auch überreden und geht trotzdem noch. Zumindest einfach für einen Charity oder so. Einfach nochmal dahin und noch kurz so... Abend ausklingen lassen. Nochmal außerhalb der Arbeitszeit mit den Leuten auch. Dass du mal nicht nur mit den Leuten aus deinem Team, sondern auch ein bisschen so mit anderen Leuten, finde ich. Also es ist mal so, aber eigentlich brauchst du das einfach, um abzuschalten, um halt nicht nur diesen geregelten Alltag zu haben, dass du den ganzen Tag arbeitest und dann auf Kabine gehst schlafen. Heute kamen auch nochmal ein paar Fragen und zwar... Tipps für die Vorbereitung auf den ersten Aufschlag.
im Endeffekt kann man sich nicht wirklich vorbereiten, man wird einfach ins kalte Wasser geschmissen, das ist so. Ja, also was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall eine Liste machen für euren Koffer, was ihr alles mitnehmen wollt. Aber was so das Schiffsleben an sich betrifft, da kann man sich nicht vorbereiten. Nee. Es ist ja auch von Route zu Route unterschiedlich. Und auch von was du machst. Also ja. Bei mir ist halt so, was ich halt gerne mache vorher, also was ich jetzt vor Schweden auch gemacht habe, ist, dass ich mir ein Notizbuch gekauft habe und mir zu allen Häfen ein paar Informationen runtergeschrieben habe und mir auch die Ausflüge schon mal angeguckt habe. Mir hat vorher schon mal, wenn ich jetzt weiß, bei dem Ausflug fährt man da und dahin, dann schaue ich mir das einmal an, dann habe ich schon so ein Bild im Kopf. Also das hat mir schon viel geholfen und es macht mir auch einfach Spaß und ich fühle mich ein bisschen sicherer dann. Aber musst du auch nicht machen. Im Endeffekt, du machst ja Routenvorbereitung und eh, also... Ja. Wenn du da neu bist, wirst du eh rangeführt. Also du wirst ja nicht direkt... Ja, nein, gar nicht. Also, ne? Dir wird ja alles gezeigt und so. Also. Und ansonsten mal ja, YouTube-Videos schauen. Da gibt es ja jetzt... Dich auf jeden Fall. Und bestimmt noch die eine oder andere, die darüber ein paar Videos ja, macht. Ja, oder bei AIDA Careers auf Instagram immer vorbei. Oder generell bei Insta, bei welchen, die schon fahren, bei mir zum Beispiel. Viele berichten ja auch. Wo ihr einfach anhand der Profile sehen könnt, ah, okay, gut, so und so, das könnte auf mich zukommen. Wie ist das Leben zu zweit auf der Kabine? Welches ist das bessere Bett? Also wir haben da sehr gut geweilt. Ich bin auch eigentlich gerne oben. Also an sich finde ich es sehr cool, zu zweit zu wohnen. Also ich meine, klar, es hat auch seine Vorteile, alleine zu wohnen. Dann entstehen manche Situationen vielleicht nicht. Nee, aber an sich finde ich es cool und ich mag es auch ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt gar nicht so drauf aus, eine Einzelkabine zu haben, weil ich finde es einfach schön. Ich finde bei uns wirklich, wenn du von der Arbeit kamst und irgendwas mal gerade schlecht gelaufen ist oder irgendwer gerade was Doofes gesagt hast, dann kommst du dahin und bist nicht alleine damit, sondern also bei uns war es einfach, ich meine, es muss auch einfach die Harmonie stimmen. Wenn die Harmonie nicht stimmt, dann ist natürlich auch mal nicht so schön, aber man kann sich auch immer an Crewpasser wenden und dann natürlich auch mit wem anders zusammenziehen. Aber bei uns war es halt einfach, ich weiß noch, wie oft ich mit schlechter Laune in die Kabine gekommen sind und wir dann aber 3 Minuten später angefangen haben, wieder zu heulen vor Lachen. Ja, aber wie gesagt, es muss halt stimmen, so. Ja, also wenn die Harmonie stimmt, dann passt es einfach und dann ist es auch witzig. Klar gibt es Momente, da geht man sich auf den Sack, weil der eine den anderen nicht weggeräumt hat. Das ist halt so, die Kabine ist halt auch klein. Oder wenn man dann mal doch irgendwie gleichzeitig aufstehen muss und so, aber oder wenn gleichzeitig man duschen muss. Oder abgefuckt ist, weil der Wecker von dem anderen klingelt und man wach wird. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Und ich finde schon, weil du hast halt in den meisten Fällen dadurch auch schon gleich so eine Bezugsperson. Ja. Und das finde ich schon auch ganz schön. Und dann wurde ich noch gefragt, von wegen, weil ich ja meine Zeit lang alleine auf der Kabine war. Und ob das öfter mal vorkommt. Also im Endeffekt, am Anfang, als wir auf der Blue waren, da durften wir nicht zu zweit wegen Corona. Da hatte jeder seine Einzelkabine. Und sonst, wenn ihr jetzt die Videos aus Schweden meint, ich habe alleine gewohnt, weil ich hatte eine Cabinmate, die ist dann aber auf ein anderes Schiff transferiert. Und dann hatte ich 3-4 Tage in der Einzelkabine, bis da halt die nächste eingezogen ist. Also sowas hat man halt mal, wenn halt jemand absteigt oder so, dass du dann halt mal kurz noch eine Einzelkabine hast. Aber im Normalfall bist du zu zweit. Ja. Also auf der Mar hatte ich auch, ja, durchgehend. Mit Cabinmate. Aber im Endeffekt, man ist halt, also ich habe ja trotzdem auch viele Videos für euch gedreht, wie ihr schon dann auch gesehen habt. Also man ist auch viel alleine trotzdem auf der Kabine. Also ja, wenn du halt aus unterschiedlichen Departments, also Bereichen bist, dann hast du halt auch unterschiedliche Zeiten. Also ich habe halt immer jetzt mit Shoppy oder einmal halt mit Spa zusammen gewohnt. Ihr habt ja länger abends, wir sind meistens abends früher. Dafür müssen wir früher raus meistens. Und dann legt man eigentlich so mehr oder weniger sogar aneinander vorbei. Also man hat gar nicht so viel voneinander. Und dann erübrigt sich das alles eigentlich. Ich glaube, auf Tage dann ist es erstmal abends gesehen auf Kabine. Ja. Ja, und das war es tatsächlich auch schon mit den Fragen. Ansonsten, wenn es immer noch Fragen gibt, könnt ihr immer gerne kommentieren. Immer gerne über Instagram schreiben. Und auch der Patty jetzt schreiben, wenn ihr nochmal irgendwie Fragen habt zu Shopee. Wenn ihr auch Shopee werden wollt. Genau, ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich drehe parallel auch noch einen Vlog, da werdet ihr die Patty auch nochmal ein bisschen sehen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne, wie gesagt, kommentieren. Und den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Guck mal, wie das. Ja, tschüss! Tschüss!